Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück wieder hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal ein bisschen genauer das G3X an und schauen mal, inwieweit uns das System unterstützen kann, ob wir damit tatsächlich auch IFA fliegen können. So, herzlich willkommen hier wieder zurück. Das Garmin läuft gerade hoch und zwar haben wir hier wieder diesen AHRS allein. Hier die Datenbank, jetzt drücken wir auf Continue. Das ist soweit alles grün, die Kiste war gerade verchartet. Wir gehen hier nochmal Fuel Calc, resetten hier unseren benutzten Treibstoff. Und jetzt machen wir einfach mal einen kleinen Flug. Und zwar klicken wir hier drauf auf die Flight Plan Page. Und hier sehe ich jetzt @Waypoint. Wir fliegen jetzt einfach mal kurz runter nach Ampfing, gebe hier einen Ätna, sage Enter und ja, hier ist dann die kleine Karte. Und ja, wir haben hier unseren Terrain Radar noch. Traffic ist für mich wichtig später. Und hier sehen wir unseren Flugplan auch nochmal. Ich kann dann später, wenn ich hier auf Ätna, auf Waypoint Info klicke, sehe ich auch gleich, wie es ausschaut mit der Runway. Wir haben hier die 09 und die 27 und schauen uns hier gleich noch an, welche Höhe wir fliegen. 2800 Fuß ein, sind wir safe. Charlie geht bei 3,5 los und hier sehen wir schon, hier sind die Vierecke, da werden wir dann durchfliegen, das ist dann unser Kurs. QNA können wir hier auch gleich sagen, hier können wir sagen Set for Field, dann rechnet er automatisch aus, was wir haben. Wir haben QNA 1022 aktuell. Gehe wieder auf die Hauptseite. Hier oben, wenn ich, ist mein Transponder, der ist auf 7000 aktuell eingestellt, das passt. Hier kann ich die Standby-Frequenz und die aktuelle Funkfrequenz ändern. Ja, so viel zur Theorie. Ja, wir müssen natürlich jetzt hier, wir sind jetzt hier IFA unterwegs und dann brauchen wir natürlich einen Pushback. Kommt bitte ground. Go ahead. Yeah, parking brake's on set. We are ready for pushback. Okay, all doors and hatches are closed. The pin has been inserted. The beacon is rotating. Engine intakes are clear. Release the parking brake, please, and stand by to start number two. Parking brake's released. Get for push. Roger on the brakes. Start the push and you're clear to start engine number two. Los. Ja, und es ist schon wieder so eine Zeit jetzt. Es ist 3:30, wir haben in einer Stunde schon Sunset. Also ich fliege momentan so, dass ich hier bei Sunset bin und nicht danach, weil jetzt im Winter geht es da mit der Dunkelheit schon relativ schnell. Also so, ich zeige euch das mal kurz hier. Wenn wir den Constant Speed auf Manual stellen und decreasen den Anstellwinkel vom Propeller, bis hier ein Licht aufleuchtet, sind wir auf Max Pitch. Das Ganze machen wir auch wieder zurück und sind hier auf Pitch Takeoff. Dann stellen wir das wieder auf Auto und damit ist der Constant Speed Prop Propeller auch konfiguriert bzw. geschmiert, weil der jetzt gerade einmal noch ein bisschen Öl reingepumpt hat. Also das soll man auf jeden Fall machen, wenn man so einen Constant Speed hat, dass das Ding dann auch richtig funktioniert. Und Takeoff. So, wir sind jetzt airborne und ihr seht es jetzt hier, ich fliege jetzt im Prinzip durch diese Kästchen durch und das ist dann mein direkter Kurs auf der Höhe, die ich eingestellt habe. Für eine Map, die kann man hier auch zoomen, kann ich hier mit dem Finger reinklicken, das ist ein Touch eigentlich ganz cool. Schauen wir mal, dass dieser Punkt hier, der hier in der Mitte ist, sich mit dem Horizont angleicht, dann sind wir eigentlich direkt, halten auch direkt schön die Höhe und natürlich kann ich jetzt zum Beispiel auf die Frequenzen hier reinklicken und auf die 118.735 und dann lädt er mir die hier oben gleich rein. Das ist eigentlich auch ziemlich geil. Also es ist schon echt praktisch irgendwie alles. Mal schnell schauen, wie es da hinten mit dem Nebel ausschaut. Ja, liebe Leute, ich werde jetzt den Flug abbrechen. Ich war jetzt kurz vor Anfang, aber wenn ich so dahinter schaue, in diese Täler,
da bildet sich oder fängt sich an zu bilden überall so ein Bodennebel. Das ist natürlich saugefährlich. Ne? Es heißt das Advektionsnebel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der steigt vom Boden auf, weil eben das Hauptpunkt überschritten ist. Da gehe ich jetzt mal kein großes Risiko ein. Ich fliege jetzt wieder zurück nach Dingolfing. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu heiß. Es ist hier vorne noch in Ordnung, aber da hinten hängt schon die fette Suppe drin. Das ist mir zu riskant, weil ich habe keinen Bock, wenn ich danach zurückfliege, dass ich dann den Flugplatz nicht mehr sehe, weil gerade der Bodennebel aufsteigt. Und ansonsten müssen wir hier echt noch einen IFA-Flug machen. Ja, das ist eigentlich so der Worst Case, der passieren kann, wenn das Licht ausgeht und es entsteht noch Bodennebel. Also mal angenommen, unter euch ist eine geschlossene Wolkendecke. Gut, wenn es mal so weit kommt, dann sind schon so viele Fehler in der Flugplanung davor entstanden. Auf jeden Fall, wenn es so sein sollte, ich würde zum Flughafen München rüberfliegen. Das wäre mir wurscht. Die haben Landelichter, das wird zwar ein bisschen teuer werden alles, aber das wäre mir egal. Ich würde es nie probieren, so auf blind durch eine geschlossene Wolkendecke schauen und gucken, ob man es vielleicht noch erwischt. Das werde ich nie machen. Und es ist vielleicht peinlich oder so gegenüber anderen Piloten. Scheiß drauf, Mann, das ist euer Leben, das ist mein Leben. Würde mich mal interessieren, wie ihr das handhabt. Das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Hier haben wir jetzt quasi den nächsten Wegpunkt. Hier geht jetzt dieser Balken rein und das heißt für mich eindrehen. Ich drehe jetzt mal eine Kurve hier gerade und dann sind wir wieder direkt auf Kurs. Man ist hier rein instrumentenflugtechnisch eigentlich ganz safe unterwegs. Also, wenn die Sicht mal komplett weg wäre, könnte man damit schon fliegen. Allerdings haben wir hier keine Landeoption. Also, oder wenn, dann habe ich es noch nicht gefunden, dass ich hier so eine Art ILS habe, was mich dann wirklich bis zum Boden runterbringt. Das G3X, ich finde es eine wirklich feine Sache. Man kann sich alles so einstellen, wie man es eigentlich persönlich gern braucht. Und man kann auch in Kombination, jetzt nicht mit Sky Demons, sondern mit dem anderen, mit der anderen Software, da fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein, lassen sich auch direkt Flugpläne über eine Schnittstelle dort importieren. Ich würde vorschlagen, wir machen uns zur Landung bereit. Hier ist natürlich wichtig, wenn wir in Anflug gehen, dass wir den Constant Speed Propeller wieder auf volle Drehzahl ersetzen. Vorne sind Vögel. Oh. Oh, das sind aber viele Vögel. Alter. Oh, dann muss ich nochmal durchstarten. Ah, schöne Landung. Schöne Landung. Ja, liebe Leute, wir sind am Boden. Ich fahre jetzt die Kiste wieder in den Hangar und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.